Fängst du an oder soll ich? Ist doch scheißegal, wer anfängt. Okay, dann fängst du an. Okay. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Einführungsfilm. Ich mach mal einen Vorschlag. Okay. Ja. Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem kleinen Vorstellungsvideo, in dem wir unser Kurzfilmprojekt euch ein bisschen näher bringen wollen. Und erst einmal zu uns, das ist Levin Özdil. Das ist Tibor Baumann. Ich bin Regisseur und Produzent. Ich bin Schauspieler und Produzent. Und derzeit arbeiten wir gemeinsam an unserem Kurzfilmprojekt mit dem klangvollen Titel Vorfilm. Für den Langfilm hatten wir keine Kohle. Arbeitstitel. Und dieser Kurzfilm Vorfilm basiert auf einer Idee für einen Spielfilm. Tibor! Digga, ich hab ne Idee. Okay. Zwei kleinkriminelle Nürnberger Brüder, die Ensling-Brüder. Schmalspur-Ganoven und absolute Gangsterfilmfans. Mhm. Ein Film über Nürnberg und über die Gestalten, die man hier so treffen kann. Eine Komödie. Ja, eine Nürnberger Gangsterballade voller Witz und jede Menge Filmzitate. Mhm. Hast du gerade gereimt? Jedenfalls, wir arbeiten schon seit knapp 2 Jahren an dem Stoff. 2 Jahre. Aber es gab da ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Wir haben ein Problem. Ja, das ist richtig. Wir haben das Problem, dass wir... Dann... Sagst du's oder sag ich's? Ich sag's nicht. Nein? Nee, ich sag's nicht. Ich werd's nicht sagen. Dann sag ich's. Das Projekt ist zu groß, Mann. Es ist zu groß. Darum haben wir erstmal eine kleinere Geschichte über die Ensling-Brüder entwickelt, um euch Nürnbergs größte Kleinganoven-Brüder doch mal vorstellen zu können. Und eins könnt ihr glauben. Es lohnt sich. Der Kurzfilm Vorfilm spielt an einem Spätsommertag in einer Nürnberger Videothek, wo sich unsere beiden Brüder rein zufällig begegnen. Und dabei kriegen sie sich nicht nur gegenseitig in die Haare, sondern sie bekommen es auch noch mit einer heißen Blondine, dem Nürnberger Pornopapst, einem Überfall und jeder Menge Nüsschen zu tun. Und alles nur wegen der heißesten Karre der Stadt. Einer richtig heißen Karre. Das ist ein so schönes Auto, das könnt ihr euch gar nicht. Hallo, mein Name ist Andrea Prilzempere und ich arbeite in der ausführenden Produktion des Ensling-Kurzfilmprojektes zusammen mit Tibor Baumann und Levent Özdil. Da die beiden jetzt nur weiterreden und den ganzen Film verraten würden, übernehme ich jetzt mal. Das Projekt läuft bereits an. Es werden Castings organisiert, Budgets verteilt, Locations gesucht. Das Team tut im Vorfeld alles, um dieses Projekt zu ermöglichen. Filme machen in einem solchen Rahmen fordert eine große Anstrengung von allen. Es fordert Zeit, Kraft, Organisation, Teamsitzungen, Kulissenbau, Kostüme, Probenarbeit und natürlich Geld. In vergangenen Jahren wurden solche Projekte von Tibor Baumann und Levent Özdil komplett aus eigener Tasche finanziert. Das macht zum Beispiel der Regisseur, um die Ensling-Brüder finanzieren zu können. Wir wollen euch jetzt begeistern, nicht um unser Projekt auf anderen Schultern auszuruhen, sondern um es zu verbessern. Je weiter wir das Budget aufstocken und refinanzieren können, umso mehr können wir an dem Projekt arbeiten. Es wird auf jeden Fall durchgeführt. Aber mit eurem Beitrag könnt ihr es wesentlich verbessern. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja auch genug Begeisterte, dass wir am Ende noch den Spielfilm hinten dran hängen können. Schaut doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei. www.enslings.de. So, ich glaube, die Jungs sind jetzt soweit. Und zack, Black, und damit endet der Film. Ja, genau. Schnitt.